Barsen, Abneas Hall, are you ready to give up who you once? Fort mit dir. Kirchenangelegenheit. Nur Christen haben Zutritt. Blick! Ritter! Und...
ganz tagen! Persönlich wird dieser Zeremonie beiwohnen. Möge er den Unschuldigen seine unendliche Gnade zuteil werden lassen. Doch wenn jemand schuldig ist der Lüge, der Verschwörung oder des Ehebruchs, möge sein heiliger Zorn diese verdorbene Seele treffen. Ich habe nichts zu befürchten. Du bist es, Charles, der Gott um Vergebung bitten sollte. Wir werden schon bald sehen, wer in Gottes Gunst steht. Mein Schutzengel nähert sich. Das ist kein Engel. Für meinen König und meinen Gott ist es an der Zeit, diesen Teufel zurück in die Hölle zu schicken. Du lebst? Tritt beiseite, Bischof.
Dein Gott errettet Menschen nur einmal von den Toten. Für Engelwin! Für die kleine Mutter! Für meinen Bruder Ibel! Ich werde die Welt von dir befreien! Auf dem Weg, Bischof! Oder ich töte dich erneut! Der Herr hat mich geschont! Ich bin dein Zorn! Du hast meine Seele vom Tode befreit! Mein Auge von den Tränen! Meine Fuß vom Sturm! Bellatoren werden. Ich muss Bernard finden. Bernard ist in Sicherheit. Ich habe ihn zurück nach Lisoyo geschickt.
Wieder einmal warst du sein Werkzeug. Du verströmst Gottes Gnade, Eivor. Du verwechselst Gnade mit dem Rausch des Sieges. Armer Bischof Gutzelin, ich bete für seine Seele. Er diente dem Herrn so gut er konnte. Ich muss mit Charles reden. Und das könnte sein allerletztes Gespräch werden. Nein, er ist ein gequälter Mann, der als Kind gefoltert wurde. Er wurde wieder und wieder gebrannt. Sein Leben besteht aus Angst. Angst vor Feuer, vor Gott, vor Untreue. Er verdient Gnade. Noch vor einem Moment wollte er dich lebendig verbrennen. Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Verschone ihn. Bändige ihn irgendwie. Ich kann ihn zu unserem abgelegenen Landhaus im Osten bringen, wo er geistlichen Beistand findet. Dort können wir in Ruhe leben, während ich Bernard auf die Thronfolge vorbereite. Ich versichere dir, er wird ein Herrscher ohne Ambitionen gen Engelland sein. Verschone Charles und deine Leute werden sicher sein. Gut. Wenn ich kann, verschone ich ihn. Ich muss nur sicher sein, dass er die Absprache einhält. Ich weiß, du wirst das Richtige tun. Der Herr wirkt durch dich und er ist gnädig. Vater, segne diese Männer, die sich demütig deinem Urteil stellen. Ein Irrsinn. Was hast du getan, Charles? Er schlachtet seine eigenen Diener ab. Welch Wahnsinn. Zwei Schlüssellöcher. Ich wusste es immer. Sie ist rein. Ich bin der Unmensch. Rette mich, oh Mutter! Verschone mich, bitte! Ein Schlüssel. Er kann in die Tür von der Haupthalle passen. Ich war für dich da. Ich weiß. Was ist das? Ich weiß, Dämon. Jetzt erkenne ich es. Ich hätte nie an dir zweifeln sollen. Vielleicht sollte ich im Obergeschoss suchen.
Ich höre dich kommen, mein König. Bitte weiche zurück. Ich verbrenne dich. Ich weiß, du fürchtest das Feuer. Ich bin nicht er. Ich bin nicht der König. Götter. Jenseits meiner wildesten Pilzträume. Das Schlafgemach des Königspaars. Als wäre es nie berührt worden. Das könnte Charles' Ehering sein. Warum trägt er ihn nicht?
zweiten Schlüssel. Ich sollte sehen, ob er bei der Tür in der Haupthalle passt. Ich sollte diese Schlüssel bei der Tür der Haupthalle. Der Engel, die Heilige, aus der das Licht Gottes hervorstrahlt. Sie hatten recht, was mich angeht. Sie hatten alle recht. Ich weiß. Wir sind, wie Sie sagen. Wir waren es immer. Selbst als Sie mich brannten, log ich und täuschte vor, von Dämonen befreit zu sein. Aber ich wusste es. Kein Feuer könnte mich deiner entledigen. Sie haben es oft genug versucht. Unter dem vernarbten Fleisch warst du immer noch da. Du bist hier. Du bist immer hier gewesen. Wir sind eins, Dämon. Lauter! Wir sind der Dämon! Wir sind... Ich bin nicht der einzige Dämon in dieser Kammer. Ein nordischer Heide!
Bischof Grosolin getötet, Diable! Nicht zum ersten Mal. Vielleicht wird er wieder auferstehen. Angetan. Was habe ich dir angetan? Es hätte nicht so kommen müssen. Er ließ mir keine Wahl. Doch, es war deine Wahl. Du bist nicht die, für die ich dich hielt, Eivor.
Du bist kein Werkzeug Gottes. Du bist eine Mörderin. Charles war eine Gefahr für meinen Clan. Er war irre, jenseits aller Vernunft. Und sollte dein Clan eine Bedrohung für andere darstellen, hoffe ich, Gott gewährt ihnen die Weisheit, an der es dir mangelt. Lass uns allein. Oh.